So, hallo und schönen guten Tag zu Abgebaut. Okay, nochmal. Lass mal drin, oder? Leck mich am Arsch. Oh, war das schlecht. Hallo und schönen guten Tag zu Abgebaut. Das war jetzt mal einer von den schlechtesten Starts. Teil 2, Burg, komm, lass mal gut sein. Folgendes. Ich bin ehrlich, ich habe bei dieser Burg ein, zwei Sachen vergessen zu erzählen. Neben am Verlies, wo das Skelett war, ist neben noch eine Falltür, die kann raus. Ansonsten sind so Kleinigkeiten, die wiederholen sich hier. Bisschen anders da, aber wiederholen sich hier. Ansonsten, es hat jetzt der Jochen gesehen. Der Jochen kommt jetzt auch demnächst wieder im Video, so in ein paar Videos. Ich für mich persönlich habe mich jetzt entschieden, alternative Glemmbausteine werde ich hier wenig bis gar nicht zeigen. Das heißt, für mich persönlich ja, aber auf dem Kanal eher weniger. Es hat damit zu tun, einfach auch wegen den Viewzahlen, muss man mittlerweile auch sagen. Es ist für mich, für den Kanal, weniger attraktiv, außer es ist jetzt was wie der Pumuckl oder so, der kommt noch. Es werden bestimmt ab und zu mal noch eins, zwei reinflutschen, aber das werden dann eher die Seltenheit sein. Oder es werden Vergleiche sein zu natürlich Lego, ganz klar. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird passieren. Zu dem Zeitpunkt ist ein Community-Treffen gewesen. Es war allerdings heute, Zeitblase 25. Februar. Jetzt sind wir hier, ja, wisst ja, ne? So. Jetzt wird es so in Zukunft passieren. Die von Reobrix ist cool, die ist auch günstig, ist alles okay. Wenn man jetzt die Setgröße vergleicht, wenn man die Vielzahl zeigt, dann ist das echt eine Alternative, klar. Aber es ist halt kein Lego, das sollte euch immer vor Augen führen. Natürlich ist es immer so, Leute verlangen beim Wiederverkauf auch ihr Geld, aber hier werde ich es definitiv wieder bekommen. Ja, weil spätestens, wenn sie EOL sind, sind wir ehrlich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn sie nicht EOL sind, werden die immer noch hoch gehandelt. Günstigerweise, aktuell zu dem Zeitpunkt, war es so 90 Euro bei Smith Toys plus die 10 Euro Rabatt ab dem Einkauf von 50 Euro. Wäre sie für 80 Euro drin gewesen, dafür ist die allemal top. Und für diese Preise zwischen 75 bis 80 Euro wird sie auch gebraucht gehandelt. So, jetzt ist es für mich jetzt sehr attraktiv, das Ding zu kaufen, weil ich weiß, verkauft sich auch wieder. Jetzt ist ja mein Ziel, am Schluss, beim nächsten Video, alle drei Teile zu zeigen. Jetzt zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das bis zu diesem Zeitpunkt drehen kann. Ihr habt das mitgekriegt, montags, mittwochs und freitags ein Video, was die Sachen betrifft. Jetzt haben sich schon wieder andere Pläne ergeben. Das wird dann aber in Zukunft dann umgesetzt, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Es wird mehr Content kommen. Ja, es wird mehr. Der Haul steht fast bereit, fast mittlerweile. Das ist ja aber was im Video, wo vorab kommt der Haul. Ich kann ja drüber reden. Zu dem Zeitpunkt habt ihr das alles ja schon gesehen, was da steht. Es ist hier die Hidden Side Friends, Disney, Star Wars, Marvel, Avengers, Avatar, Duplo, das ist alles, kennt ihr alles schon. Harry Potter, es ist ja alles schon da gewesen. Und ja, das wird jetzt Content sein. Ich muss hinne machen, ich muss Content machen. Ich will auch wieder Sachen raushauen. Es wird Bauvideos geben, es sind die Livestreams. Es wird einfach alles ein bisschen erhöht. Die kleinen Sets haben wir durch, wie gesagt. Aber das ist jetzt mal so allgemeine Info. Jetzt aber genug gequatscht. Jetzt hier zu dem tollen Teil. Wir schieben jetzt erstmal das hier auf die Seite. Die Minifiguren. Jetzt kriegen wir es besser fokussiert. Weil jetzt haben wir Blade. Können wir das hin? So, und jetzt probieren wir gleich mal was aus. Also ich kriege es nicht fokussiert. Vor allen Dingen sind es... Ah, jetzt hat. So. Okay. Jetzt muss man das Licht ausmachen. Okay, jetzt machen wir es nochmal. So. Ja. Ist schon geil. Ist schon geil, ne? Also ich muss sagen, sind schon geil, die Ritter, ne? Einmal der Schmied, einmal die Dame und in der Mitte hier der Normale. Natürlich gibt es auch wieder Rüstung, alles dabei. Wenn man zwei hat, hat man es natürlich öfters. Und dazu habe ich mir ja Folgendes geholt. Das wird aber... Pack mal einen Teil von dem Haul aus.
So, was zu diesen Rittern passt, machen wir das Licht wieder an. Weil jetzt können wir das Licht anlassen. Machen wir das Licht wieder an. Und zwar habe ich mir das in China geholt, weil in Deutschland entweder A nicht zu bekommen oder B verdammt schwierig. Ich sehe es jetzt genauso wie ihr zum ersten Mal, okay? Und ich finde es auch gar nicht so prall. Erster Eindruck. Erster Eindruck ist gar nicht so prall. Es wirkt farblich anders, als es sein soll. Aber gut, ist halt wie es ist, ne? Klebeband, 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 Klebeband. Das ist aus China. Lieferzeit eine Woche. Eine Woche. Echt eine Woche. So, wir haben hier Aufkleber für... Für was waren die Aufkleber? Hä? Wieso habe ich das Aufkleber dabei? Die Aufkleber sollten da eigentlich nicht dabei sein. Eigentlich. Weil das sollte was anderes sein. Okay, jetzt habe ich aber noch Aufkleber hier, aber die sind falsch. Wenn, dann müssten die weiß sein und nicht so blau. Auf jeden Fall, ich zeige euch nochmal das Logo. Hier. Seht ihr ja? Ne? So. Und natürlich auch hier habe ich jetzt halt so Fähnchen geholt. Ah, auf der Kamera kommen sie natürlich viel heller rüber, wie sie sind. Die haben echt einen massiven Blaustich. Passt aber zur Burg, passt echt dazu. Ja, passt dazu. Ah, hier hinten sieht man es ein bisschen besser. Farblich sehen sie hier besser aus. Habe ich so zwei schöne Wappen geholt, wo es so schön vorne dann vorne oben an den Eingang kommen. Ist cool. Aufkleber brauchen wir nicht. Und da sind natürlich auch noch die Aufhängungen dazu. Finde ich cool. Und ich finde es muss. Und die Aufkleber, natürlich ist es cool, wenn die Aufkleber dabei sind. Gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Jetzt haben wir den nächsten Pack. Nächsten Pack. Und da wird es ein bisschen interessanter, weil... Jetzt kann man mich schade verhaten oder nicht, das ist mir aber relativ wurstig. Relativ wurstig, weil da fehlt was. Da fehlt was, das habe ich nämlich. Ja, gut, ist egal. Und zwar sind das jetzt halt hier in Anführungszeichen der König. Den habe ich jetzt. Halt, da ist er. Von der Burg, von den Falkenrittern. Blaustein jetzt die ganze Zeit gesagt, wenn, dann war das falsch. Und zwar, das sind doch andere, oder nicht? Nee, es ist richtig, bloß ein bisschen anders damit druckt. Haben wir hier einmal den König. Einen Ritter mit Umhang. Einen Ritter mit Rüstung. Und ein Ding. So, es liegen hier 4 Euro. 4 Euro liegen hier. Allein das, wenn ich bei Lego ehrlich bin, ist es sauteuer, wenn überhaupt möglich zu bekommen. Und B, was für Nutzenfaktor habe ich da davon? Ich für mich finde, es gehört dazu. Ich habe kein Problem mit die jetzt zu holen, weil es ist mir einfach zu teuer, weil sie einfach ewig kein Format sind, wenn es die überhaupt gibt. Das ist immer das Vorausgesetzte. Finde ich cool. Kümmern wir uns aber drum, wenn Teil 3 kommt. Also, hier sind die originalen Minifiguren. Werden sauteuer gehandelt, warum auch immer. Ich habe es jetzt zweimal, gehört auch dazu. Natürlich haben wir auch hier so einen schönen Stand dazu. Ne? Wieder so ein schönes Ständelchen, wie wir es ja auch in der Burg hatten. Kann man schön mit auf den Burgplatz stellen, wenn man sie zusammenstellt. Kommen wir aber im nächsten Video zu, wenn wir es zusammenstellen. Weil das wird ein Riesen-Oschi. Das wird ein Riesen-Oschi, weiß ich jetzt halt schon. Und wir müssen mocken. Das heißt, da gibt es mindestens ein viertes Video noch dazu, wo man dann ein Stück Mauer hinmocken, bauen. Da gucken wir uns mal an, wie ich das mit männlichen Teilen gemacht habe. Dass wir in die Optik kommen und ob es überhaupt möglich ist, mit den Teilen, wo wir dann da oben haben, die Mauer zu bauen. Ich denke aber schon. So, dann haben wir hier den, ich finde den Baum stark. Wir haben wieder hier unten so ein bisschen Steine angedeutet. Die Scheibe, klar. Und da oben wieder die schönen Piepmätzchen drauf. Die fliegt weg. Ja, wie Let's Break jetzt sagen würde, ein Frosch, ein Pilz. Hat die Mia gebaut im Livestream. Könnt ihr gerne mal gucken. Also das Ding hat Mia gebaut, nicht ich. Mia hat es gebaut. Und sie war mega, mega, mega happy. Sie war wirklich mega happy, wie sie das gebaut hat. Sie fand es schön. Die wird jetzt auch wieder öfters in den Kanal eingebunden. Und morgen drehen wir ein Haul-Video von der Mia. Sie hat nämlich ein Geschenk bekommen. Sie hat ein Geschenk bekommen und das wird natürlich bei ihr auf dem Kanal wieder zu sehen sein. Meine Moderatoren machen sie immer im Livestream mit rein, die Links, aber in der Regel stehen sie auch bei nicht, sobald sie dabei ist, mit drin. Jetzt haben wir hier das Stückchen hier. Hier das Stückchen. Ihr seht, es ist wieder klappbar. Wir haben hier vorne wieder einen Marktstand. Ja. Schön. Vorne mit so einem kleinen Fass, mit so einem kleinen, ne? Bisschen Marquettes wieder. Was? Das ist aber nichts Weltbewegendes. Also muss man. Und hier hinten drin
Seht ihr den Kamin hier? Seht ihr den Kamin? Der geht innen drin auch wieder bis runtergebaut. Also das, ihr seht, der geht bis dahin. Da hinten ist auch wieder die Luke, wo es reingeht. Also es ist echt wieder cool gebaut. Kennen wir aber schon drüben aus der Schmiede, die Bauart. Ist auch hier wieder gemacht. Stark. Dann haben wir hier eine Windmühle. Hier hinten haben wir ein Rädchen, da können wir drehen. Schön gemacht. Ansonsten haben wir hier vorne wieder die schönen Fähnchen, auch wieder mit dem Schild und den Bachlauf. Da bin ich gespannt, ob der für uns interessant wird oder nicht. Bin ich gespannt, wenn wir Teil 3 haben, wie ich den großen Bergfried hier noch... Bergfried? Ja, Bergfried, ja. Wie ich den noch runterbekomme, werden wir noch erweitern und fließen. Fließen habe ich da. Gucken wir mal. Gucken wir echt mal, weil es ist einfach der Hammer. Es sieht auch optisch. Es passt echt da oben zu dem Teil hier. Passt ja. Ja. Ihr seht auch wieder, es ist groß. Sollen wir messen? Sollen wir mal messen? Warte mal. Raschel, raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Habe ich denn jetzt den Meter hin? Den Meter habe ich da auch irgendwo hin. Da ist er. Also, da oben die Burg haben wir ja schon zum Großteil gemessen. Und hier haben wir eine Breite, wenn wir es so aufgeklappt lassen. Was bisher mit der Burg, kann ich euch sagen, nicht passieren wird. Es wird in der Burg so stehen. So wird es in der Burg stehen. So. So wird es in der Burg stehen. So, da hätte man eine Breite bisher von 31 cm. Wenn es in der Burg steht, 31 cm. Aber hier kommt wirklich noch, bis hierhin kommt auf jeden Fall noch was. Also das muss man sich mal sehen. Also da wären wir bei 42, 40 cm ungefähr. Das ist schon toll. Höhe bleibt sich gleich wieder, wie beim vorhergehenden auch. Guckt drüber. Es ist echt ein starkes Video. Es ist cool. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Muss ich mal vorne gucken. Hier vorne muss ich mal gucken, ist da was Weltbewegendes? Bisschen begrünt. Bisschen begrünt. Hier die Fahnen und Flaggen. Aber wie gesagt, da haben wir ja hier jetzt hat, ich finde die, materialtechnisch ist es so ein bisschen härtere Folie. Ja, aber, kann ich das schon vorstellen? Hier so schön Fähnchen hier hingestellt. Oder hier oben, so ein schönes Fähnchen wehen. Es macht dann schon ein bisschen maskulin was her. Es ist halt groß, oder? Mir hängt es da so hin. Also, wisst ihr, was ich meine? Es ist schon was anderes. Man könnte es auch ein bisschen kleiner machen, aber ich finde es generell cool. Finde ich stark. Die Ritter finde ich stark. Finde ich cool. So. Andere Seite. Jetzt wird es ein bisschen leer. Man muss aber sich jetzt vorstellen, wenn ihr das so seht, dass da noch ein Marktstand ist, dass da noch der Baum steht und dass die Minifiguren hier noch mit drin sind. Müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Aber kommen wir dazu, wir nehmen demnächst. Wenn wir alle drei Teile machen, nehmen wir die Kamera hier ab und dann können wir so rumgehen. Dann gucken wir uns das alles an, dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Jetzt hier drinnen. Hier ganz, ganz, ganz schön im Fokus ist natürlich gleich die Treppe. Und hier, wo das Wasser rauskommt, hier. Zweideutig. Oh Gott. Ob wir das dann hier bemauern, dass es aussieht wie so ein Brunnen oder so ein Anschlag vom Wasser. Oder ob das ein durchgehendes Wasser, also Fluss wird, wo dann rüber Richtung Bergfried geht. Werden wir sehen. Ich bin gespannt, ich will jetzt noch nichts verraten. Schön wieder gebaut. Hier, da steht auch diesmal eine Kerze drin, wie man sieht. Hier das Weiße, wieder so eine Kerze. Und wir haben den Kerker. Und wenn wir die Burg hier zusammenstecken, sage ich euch jetzt schon, werden die wieder zusammengemacht. Jetzt war hier irgendwo ein Geheimversteck. Jetzt muss ich das mal kurz suchen, das Geheimversteck. Weil hier steht auch eine Goldkiste drin. Das musst du mal kurz suchen. Steht die hier wieder drin? Nee, wo ist die Goldkiste hin? Wo ist die Goldkiste hin? Hier neben. Ah ja, in der Treppe hier neben drin steht die Goldkiste. So, die holen wir jetzt mal raus. Oh, das ist ein bisschen tricky mit den dünnen Fingern, wo ich hier habe, ne? Und vor allen Dingen, wenn die Fingernägel abgerissen sind, dann wird es echt recht doof. So, ansonsten geht man hoch, kann rumlaufen, hat den Kerker und da oben den Turm. Jetzt sagt jeder, oh, da oben kann man hingehen, da sind keine Treppen. Ihr wisst, wie es ist. Ist egal, das Kind nimmt es. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt haben wir hier die Goldkiste. Wir schieben dich mal kurz weg, bevor wir jetzt halt weitermachen. Seht ihr das, was da drin ist? Da ist ein Skelett drin. Da ist ein Skelettteile drin. Da ist der Kopf drin, da ist ein Bein drin und ein Arm drin. Der Rumpf passt natürlich nicht rein. Fand ich schon ein bisschen verworren, dass es da hinten drin liegt.
Wird hier eine Straftat angedeutet? Oh, das können wir zum Cliffhanger machen im Ding. Ob ich dafür Ärger kriege, weiß ich nicht. So. Jetzt läuft man die ganze Zeit hier so hin und her und die Burg schlägt hier an die Wand, wo die Tür ist. Das heißt, die Tür ist hier so ein bisschen blockiert hier, so ein bisschen durch den Stein. Sieht man's? Ja, sieht man. Sieht man hier? Hier, seht das, wenn ihr da jetzt reinguckt hier, seht ihr den Stein hier. Der geht hier an der Tür, bleibt da hängen. Kann man wegmachen, könntest du es durch so ein Zweier ersetzen, könnte man, wird aber so gebaut. Ist halt so. Warum? Weil wenn man es zuklappt und die Tür zumacht, kann man hier einfach mit den Teilen, wo übrig sind, dann zumachen. Muss man es? Nein, weil all die Weil wird, ja, muss ich wieder überlegen, Spiegelverkehr, wird so gebaut. So wird es gebaut. So. So steht das am Schluss in der Burg drin, so ist es so ein bisschen vorgesehen. Muss man so zugeben. So, wieder das Grünzeug weg. Ich fange an, wieder hält der Steine, mir fallen die Dinger weg. Ansonsten, eigentlich ganz, ganz schöne Sachen. Ja, zum Spielen toll, zum Machen toll. Haben wir natürlich hier das Eck, wo offen ist. Da oben liegen die ganzen Teile, da oben wirklich die ganzen Tüten. Bleibt übrig. Komm, wir stellen es mal auf die Seite. Huh? So, also. Bleibt übrig. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen. So. Bleibt duschquay. Bleibt übrig. Moment, ich muss die mal so rumdrehen. Bleibt duschquay, bleibt übrig. Hier. Ein Haufen Kram. Bleibt übrig. Blau, gar nicht so viel. Dann Dark Blue Spray. Na, ja, ein paar wo ich putz dann. Also, ihr könnt die Mauer ganz easy hier. Dachteile bleiben ein paar übrig. Dunkelbraun bleibt ein bisschen was übrig. Hier bleibt ein bisschen was übrig. Also, es bleiben echt ein Haufen Sachen übrig. Also wirklich, es geht so weiter. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Da fehlen noch Tüten, also noch da oben. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Wenn ihr euch die Arbeit machen wollt und wollt es bauen, werdet ihr merken, wenn ihr das Teil gebaut habt und ihr wollt dann den Bergfried bauen, das Bauschritt 1 ist schon unmöglich. Ist schon unmöglich. Die Blade fehlt euch, außer ihr habt ein gutes sortiertes Teilelager, klar. Und die Klappteile fehlen euch. Und da habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Also hier die Mechanismen, die fehlen schon am Anfang. Da hatte ich keine Lust drauf. Da habe ich gesagt, nee, da habe ich schon keinen Bock drauf, mir das zu suchen. Deswegen organisiere ich jetzt wirklich noch eine dritte. Die habe ich auch schon organisiert. Allerdings ist das Content-Material woanders da. Und bedeutet, ich muss den Bergfried bauen, den vorstellen. Dann bleibt der Bergfried hier stehen. Das ist aber auch für euch schon der Punkt, wo ich umziehe wahrscheinlich. Ja, bis ich das dritte Bürgchen kriege ich relativ spät. Das heißt, das kann jetzt nochmal 4 bis 6 Wochen dauern, bis ich das kriege für den kompletten Aufbau. Das heißt jetzt, das ist der Punkt, wo ich auch nach unten ziehe. Aber kriegen wir alles hin. Denke ich. Jetzt habe ich heute viel Information gemacht. So. Also, ich fasse zusammen. Straftat, Marktstände, ich sage jetzt mal Brunnen, eine schöne Fahne, wir haben jetzt noch Minifiguren organisiert, wir haben hier die Windmühle, wir haben einen schönen Baum, wir haben einen Haufen Teile übrig, wir können noch die Burg erweitern, ja, wir können echt noch viel machen, es macht Spaß, wir haben wieder eine Rüstung, wir haben wieder welche. Macht Sinn? Nee. Was macht Sinn? Wenn das jetzt zerlegt, die Burg, und wollt die anderen Teile bauen, sortiert es euch nach Farbe, wenn ihr das gebaut habt, als erstes. Wenn ihr das zuerst baut, ja, dann müsst ihr eh alle Tüten aufmachen. Dann zerlegt euch die Bauschritte einzeln, weil ihr werdet merken, es geht schon minimal nach der Reihe. Aber minimal, gegen Schluss kommen dann die letzten Bauschritte. Aber auch da, erster Punkt, macht es farblich sortieren. Farblich sortieren macht es einfacher, weil ihr braucht auf einmal dunkelgrau, ihr braucht hellgrau, dann braucht ihr die Farbe, dann braucht ihr die Farbe, dann braucht ihr nur in den Farben zu gucken, dann ist es einfach. Schmeißt das auf einen Haufen, gehen die kleinen Teile sehr schnell unter, dafür braucht ihr ein paar. Ja, es sind auch wirklich Kleinteile dabei, aber überwiegend sind es schöne Steine. Beim Bergfried weiß ich es noch nicht, was passiert. Ja, das lassen wir uns überraschen. Aber am Schluss hat man ja auch bei der
Steinschnechse gesehen, die hat wirklich einen Haufen Teile übrig gehabt. Wirklich einen Haufen Teile übrig gehabt. Wieso habe ich mir da meine Maus? Achso, wegen dem Platz. Ansonsten könnten wir eigentlich, sagen wir mal, die Figuren da zusammenbauen und uns mal angucken. Komm, da gucken wir uns die mal an. So, einer dahin. So, einer kommt wieder dahin. So, einer kommt. Der steht normalerweise vorne. Da. Der steht da oben. Ja, ich muss die jetzt wieder zerlegen fürs nächste Live-Video. So, die Blade lassen wir mal da. So, Figur Nummer 1. Gucken wir uns die mal an. Wir haben ein Schild. Qualitativ ist es erstmal weiß, also eine andere Farbe, aber das hat nichts mit Qualität zu tun. Und der Druck ist, boah, was ein Angriffspunkt, das ist ein riesen Angriff. Seht ihr mal die Delle, seht ihr das? Oh, ist schwierig zu zeigen, Moment, ich komme mal davor. Acht mal auf den, oh ja, eine schöne Delle mitten im Falkengesicht. Das ist eine richtige Delle, aber gut, ist halt erstmal so. Figuren, die Arme müssen gebaut werden, gelbe Gesichter. Wir nehmen mal was Schönes. Wir nehmen das hier. So, es ist komplett bedruckt. Also wenn es die Chinesen kommen. Die Bewegungsfreiheit ist sehr gut. Wir müssen aber trotzdem den Kopf abreißen. So, weil wir kriegen da auch noch eine Rüstung dazu. Wir kriegen da eine Rüstung dazu. Arm weg. So, Kopf wieder drauf. Aber wir gucken nicht ganz so grimmisch. So, dann haben wir den anderen Arm. Mir ist egal, ob er mich da dafür jetzt halt mögt oder nicht, aber ich wollte es einfach haben und ich ganz ehrlich, ich habe ja auch das Geld nicht, ne, dass ich es jetzt auf die Gasse werfen kann und sagen soll, so, geht ja nicht, sagte der, wo zwei Stück hat. So, qualitativ, naja, aber diesmal ist es so, oft hat man ja bei den China-Figuren, dass die Dinger hier nicht so richtig funktionieren, sagt man ja oft, ja, allerdings, oh, der Schwert. Fühlt sich auch nicht mehr so richtig billig. Also da ist gar nicht so verkehrt. So. Das ist der Ritter Nummer 1. Ja, wenn ich wieder aufmache, ist besser. So. Ja. Los. Beine sind ja bedruckt, ne? Schild. Schwert. Helm. Ah, apropos Helm. Das ist ja meistens so ein Teil, wo nicht so richtig sitzt, weil die Passgenauigkeit. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. So. So. Normalerweise, wenn man so wackelt, kippen die ja. Also die Klemmkraft ist echt gut. So, jetzt haben wir es besser, ne? Jetzt haben wir es besser. So, von hinten. Auch nichts spektakulär. So, Figur Nummer 1. Ist hier schon mal ganz niedlich, ne? Weg damit. So, Ersatzteil. So, kann aber auch weg. Fliegt weg. So. Also Figur Nummer 1. So, könnt ihr mal drunter schreiben, ob das für euch sowas okay ist oder nicht? Sagen wir es doch so, bevor ich mich da jetzt angreife. Es gibt ja auch welche, die sagen, nee, vollkommen in Ordnung oder nicht in Ordnung. Ja, gibt es ja auch. Oh ja. Ach so, jetzt könnte ich euch ja mal die... Ah ja, da ist natürlich... Da ist es natürlich... Ah ja, das Bein ist aber auch nicht richtig dran. Die Qualität ist auch scheiße. Ah ja, das ist natürlich genau das ist das. So, und da merkt man schon wieder, die Qualität ist Schund. Die müsste ich jetzt mit nachbearbeiten. Gut, okay. So, also die Qualität ist Murks. Die hält auch nicht richtig. Ja, es geht, aber naja. So, jetzt haben wir hier vorne. Seht ihr mal den Brustbedruckung? Hauptfokus. Sieht gut aus, ne? An für sich ganz cool, aber seht ihr den Abstand im einen Bein, wo ihr da durchgucken könnt, auf dieser Seite, das Bein, den Abstand zum Mittel, könnt ihr durchgucken. Also das ist jetzt richtig sauber gearbeitet. Da haben wir wieder denselben Helm. Ne, es ist ein bisschen anderer Helm, ist jetzt so ein rundlicher Helm. Ist bloß der Helm also anders da. Die Arme wieder und das Cape haben wir. Also wir haben diesmal keine Rüstung an, diesmal haben wir ein Cape. Okay, ansonsten... Bauen wir jetzt erstmal zusammen. Gucken wir uns mal an. Ja, Qualität ist schon. Ah, ach nee, da ist beides wieder dabei. Auch wieder die Rüstung. Selbe Rüstung. Selbe Rüstung. Also die werden verkauft unter den Falkenrittern. Unter dem Modus werden sie verkauft. So, Schild hier rein. Das ist wieder dasselbe mit dem Loch. Okay, wieder das grimmige Gesicht. So,
Oh ja, also die Capes sind sehr, sehr billiges Material. Also natürlich auch ein himmelweiter Unterschied zu Lego. Also wirklich ein himmelweiter Unterschied zu Lego. Ich kann sie nicht empfehlen. Also nee, 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 nee. Thema wieder zurück, die sind scheiße. Es sind noch weiterhin Kacke. Wir hatten da jetzt ein bisschen Glück, aber ansonsten sind sie immer noch furchtbar. Also Kommando zurück. Brauchen wir nicht. Weg damit. Viele sagen nö. Das sage ich jetzt auch in Zukunft, nö. Aber jetzt habe ich den Schund angefangen. Dann machen wir das. So, ich lasse jetzt mal den Panzer weg, dass man das mal ein bisschen anders sieht. Schwert wieder her. Das sind auch andere Schwerter, ne? Das andere sind Spitze, ne? Wo haben wir es? Ja, hier. Normalerweise haben sie die Schwerter. Fokus. Hopp. Ja, ihr wisst, was ich meine. Egal, hab jetzt keine Lust. So. Ja, durch den komischen Abstand von den Beinen. So, jetzt sieht die Figur so aus. Oh Mann, Fokus. Jetzt. Sieht es dann so aus, ohne den Panzer. Und hinten erkennt man ja nichts. Klar. So. Also die nächste Figur. Wo nichts taugt. So, das dahin, das dahin. Sodale. Nächste ist die. Und die hat jetzt wieder einen anderen Helm, aber ansonsten ist sie auch so identisch. Also bauen wir die auch auf. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das ist ein bisschen cooler oder so, aber nee. Bauen wir dann eine Blade. Ach, das ist ein normaler Helm mit dem. Aber das kennt ihr. Die Dinger kennt ihr. Die Dinger kennt ihr. Und wie ist das zu bauen? Ja, scheiße. Klar. Sorry. Oh, darf man das sagen? Ja, darf man, ne? Muss man mal angewöhnen, ein bisschen nicht mehr so ordinär zu reden, ne? Auch wieder eine weiße, obwohl blau ist. Aber davon habt ihr Ersatzfedern, also könnt ihr auch blaue Federn da drauf machen. Jetzt bauen wir die wieder richtig zusammen, so wie sie gehört. Einmal das. Einmal. Also, nee, also das kann ich. Also, nee, die sind dann doch. Die sind dann doch nicht so toll. Nee. Nee. Das mit dem Fahren, das ist ja ganz witzig gewesen, aber das hier. Das hier ist nix. Das hier ist nichts. Also das war. Oh, aber das hat jetzt das richtige Schwert dabei. Komischerweise hat das jetzt wieder das spitze Schwert dabei. Nee, das ist ja. Nee, es wirkt einfach nur billig. Das erste war echt Glück anscheinend von der Charge her oder was. Aber das da ist wiederum Schund. Oh, Gesicht ist ja egal. Helm drauf. So, hier wieder draufstellen. Also müssen wir doch da hinten eine Blade drauf bauen, dass wir das dann so zeigen können. So. Ich sehe den Helm. Pass auf. Fokus. Jetzt seht ihr. Dann wollen wir nicht, was ist da erst daneben. Ah, da habt ihr das. Seht ihr das Schild? Eine Biegung da drin. Also das ist echt furchtbar. So. Jetzt hat eigentlich der eigentliche Grund, warum ich gekauft habe, war diese Figur hier. Weil es gibt einen Ritter, einen König, direkt mit den Klamotten und. Der hatte folgendes. Das ist hier genauso. Ach Gott, zieht euch mal das Gesicht rein. Zieht euch mal das Gesicht rein. Wie massiv das da drauf geballert ist. Ach du Scheiße, Finger weg. Finger weg. Guckt euch das mal an. Gott, erschrecken ja die Kinder. Aber es werden immer mehr Hände. Jetzt bauen wir die mal schnell zusammen. So. So, der darf auch so gucken. So. Warum machen die das? So. Gott, sieht der scheiße aus. Ach, jetzt kriegt er auch noch das Cape da drauf. Komm, da knallen wir das auch noch mit dazu. Aber erstmal mal die Arme schnell. Heieiei, Heidewitzka, Herr Kapitän. Heidewitzka, Herr Kapitän. Und da sind auch wieder, ach Gott, sind da Ränder dran. Also die Figuren sind grottenschlecht. Aber was will man auch für das kleine Geld erwarten? Vor allen Dingen nicht an den Zoll gehalten. So schnell tut man seine Meinung ändern, sehen das? So schnell macht man das. Ich will jetzt nicht so viel quatschen, aber ich kann ja jetzt nichts sagen. Ne? Wenn man tot quatschen muss, sowieso eben gerade machen. Ich bin ja mittlerweile Papa. Ne? Mittlerweile bin ich. Deswegen auch Videos vordrehen. Aber das hätte ich mir auch schenken können. Ah, Marc. Mach doch mal richtig hier. Mach das doch mal richtig. Die Erfindung war schon cool, was sie da gemacht haben. Fühlt sich auch wieder. Also,
Qualitätsunterschied zwischen, im Prinzip würde man sagen, bei Lego kostet ein Cent, so billig kann man das nicht hinstellen, da kosten wahrscheinlich 20 Stück Cent oder was, ich weiß auch nicht. Das ist so richtig, richtig, fast wie Papier. Man hat Angst, dass man es kaputt macht. Aber die, wo es schon mal in der Hand hatten, wissen, okay, ja, es gab ja viele, wo damals den Markt überschwemmt haben mit der Harry Potter-Figur, mit dem Umhang, weil viele es verpasst haben, das Set zu kaufen. Muss man ja auch sagen, viele haben das verpasst. Aber er sieht ja auch nicht aus wie ein König, der sieht irgendwie ja, wie eine Lusche aus. Also da ist einfach nur eine Krone dran. Also das finde ich jetzt auch mal. Naja, schaut es euch selber an. Das ist der mit der Krone. So, drehen wir mal so rum. Ne? Ja, also mit der Krone hier. Braucht man es? Nein, hat man es? Ja. So, sagen wir hier die Figuren. Enttäuschend. Enttäuschend. Kann das jetzt so kleine Fahnen sein oder was? Und die Pappe stand da dran oder wie? Klebe ich die dann? Ach, weil. Könnte es so sein, dass das kleine Fahnen sein sollen. Bei den Teilen, wo ich hier sehe. Weil. Aldi, weil. Mal gucken. Ah ja, gut. Müssen wir mal gucken, wie die gebaut werden. Die finde ich cool, okay, da bin ich noch dabei. Die kleinen bin ich schnell mehr, da bin ich raus. So. So, Schildervergleich. Was ist denn das? Ich habe drauf gedruckt. Oder sind das Aufkleber? Nee, ich habe drauf gedruckt. Auch noch das Malheur. Ja, es ist der richtige Falken, aber die Schild. Nee. Nee, passt nicht. Lassen wir. Weg. Weg. Einmal Müll gekauft. Muss man auch mal machen. Schade. So, in diesem Sinne haben wir Teil 2. Beim nächsten sehen wir uns dann den Bergfried an. Und dann organisieren wir eine Zwischenzeit für euch. Eine Zwischenzeit. Die neue Burg. Und bauen dann wieder eins von den zwei Sets auf. Und dann stellen wir die zusammen. Und dann gucken wir, was fehlt. Das gibt dann ein extrem langes Video, weil dann nehmen wir Blades und bauen da so ein bisschen Mauer drauf, stecken das mit rein, gucken wir mal, wie wir es schön machen. Und dann gucken wir uns die Burg mal an, wenn sie geschlossen ist und was das für ein Ausmaß nimmt. Also, ich tippe am Schluss, ich tippe es mal am Schluss, wie breit sie wird. Ich tippe mal. Breit wird sie am Schluss, rund. Ich tippe jetzt ins Blaue 50 cm breit, tief. Ja, 42 tief und hoch. Der Bergfried ist höher. 30 hoch, sage ich jetzt einmal. Typisch mal. Ich weiß nicht, der Bergfried, wie hoch der jetzt tatsächlich ist. Also manchmal wirkt er hoch, manchmal wirkt er flach. Ja. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Aber wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. In diesem Sinne habe ich jetzt doch hier die Maus drauf liegen. Mal wieder. Ah, ich muss mir das noch angewöhnen. Ist aber geil. Das Set ist geil. Komm, ich stell's nochmal hin. Komm, ich stell's nochmal hin. Hier, ihr Luschen geht weg. So. Ja. Ist doch geil, oder? Bäumchen hier. So. So. So, und sind wir doch ehrlich. Alte Burgen früher hier so leicht schräg aufgebaut, vorne dran noch die Erweiterungen und alles. Und dann puh, 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 hat man geschossen. Hat Krieg gespielt, haben sie angegriffen, Zell und jenes. Also, Freunde. Ja, es gibt die große Burg, aber das Geld hat nicht jeder. Den Hunderter hat jeder übrig. Für Kinder ideal, kauft sie, macht sie. Und Forest Man, hopp, haut wieder Serie raus, dass sie auch schöne Gegner haben. Auch in so einem schönen Maßstab für einen Huni. Auch ein Creator-Set, wo man mehrere Sachen bauen kann. Dann hat man da gegenüber einen schönen Kampf. Wenn man so sehen will. Oder in aller Robin Hood-Manier. Klau es den Reichen, schenke es den Armen oder wie auch immer. Ja, in diesem Sinne, hopp, bleibt mir gesund.